Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Wie viele von euch werden wir dieses Jahr auch nicht in Urlaub fahren. Und ich habe mit meiner Frau einen Deal gemacht. Meine Frau hat das hier bekommen und ich habe das hier bekommen. Und zwar Grillzubehör, was ich mir bestellt habe. Ich habe euch in meinem kurzen Video schon gezeigt, wie erstaunt ich war, dass es in einer Palette kam. Aber ich bin mal sehr gespannt. Entweder habe ich mehr bekommen, als ich eigentlich bestellt habe. Oder es ist ziemlich großzügig verpackt. Wir packen es mal zusammen aus und ich zeige euch, was da drin ist. Also, los geht's. Ach, und bevor ihr fragt, die Rechnung zu all dem ist auch hier mit drin. Also, ich habe das hier bestellt und bezahlt. Nur so als kleiner Disclaimer. Also, los geht's. Ja, die Päckchen sind auch noch ein bisschen mehr geworden, weil ein paar Sachen, die ich bestellt habe, die am Anfang nicht lieferbar waren, waren dann doch wieder lieferbar. Und ich bin sehr froh, dass sie jetzt schon dabei sind. Die Päckchen, die ich habe, sind alle von Rösle. Es ist nämlich Zubehör für meinen Gasgrill, für den Vedero G4S, zu dem ihr auch schon Videos gesehen habt. Vielleicht, wenn nicht, schaut es euch auf jeden Fall mal an. Und zu meinem F60R. Und fange gerade mal mit einer der zwei großen Highlights an, die ich hier habe. Das ist hier oben drin, das weiß ich. Das war nämlich am Anfang nicht lieferbar und da habe ich mich auch lange zurückgehalten, sowas zu kaufen, weil es nicht ganz so günstig ist. Aber jetzt habe ich gedacht, gut, dieses Jahr schlagen wir mal zu, wenn wir eh schon etwas mehr Zeit zum Grillen haben und nicht in Urlaub fahren können. Und zwar ist das hier der Drehspieß. Und zwar, das Coole ist, der passt auf beide Modelle, auf den Vedero G4S und auf den F60 Holzkohlegrill. Und das mit einem System, was hier unten noch drin ist. Aber wirklich sehr, sehr cool. Dann machen wir mal direkt hier oben weiter mit dem zweiten Päckchen. Das, was hier drin ist, ist schwer. Ihr habt es vielleicht auch schon gehört in meinem Video zum Fazit zum Vedero G4S, dass ich noch eine Sache auf jeden Fall nachkaufen wollte. Und zwar ist das hier die große Gussplatte, die eigentlich für den G6, also für den 6-Brenner gedacht ist. Die bietet viel mehr Platz und das ist auch so eine Wendeplatte. Ich zeige es euch mal hier. Also die zwei Seiten hat eine flache Seite, eine geriffelte Seite. Habe ich auch schon mal ein Video zu gemacht. Ich hatte bisher die kleine und hier, das ist das große Modell. Und da passt endlich genug drauf, wenn ich mal Bratkartoffeln oder irgendwas Gemüse machen will. Und beim Rühren fällt mir nichts mit dem runter. Also das ist auch heute gekommen. Lass mal nach vorne. Wir brauchen hier noch ein bisschen Platz. Und jetzt geht es mal hier an das große Paket. Und das ist wirklich vollgepackt bis oben hin. Ich ziehe mal den runter. Dann machen wir uns hier mal ein bisschen Platz. Und hier sieht man es auch schon rausschauen. Das zweite Highlight, was ich neben dem Drehspieß mir gekauft habe, ist das hier. Und zwar der Gourmetring für den F60 oder den G60. Und der ist riesengroß. Warum? Weil der Grill natürlich auch riesengroß ist. Hier kann man es ganz gut drauf erkennen. Das ist dann so ein Aufsatzring, der auf den Holzkohlegrill kommt und mir eine Zwischenebene bietet, auf der ich zum einen einen Pizzastein oder sowas auflegen kann. Um hier mit dem Kugelgrill wirklich super Pizza zu machen, habe ich auch schon mal gemacht mit einem Gourmetring von einem Freund von mir. Oder aber hier, man hat so Öffnungen, das zeige ich aber dann nochmal, wo ich diesen Drehspieß genauso hier in diese Erhöhung einlegen kann. Sehr, sehr cool. Nicht ganz günstig. Links packe ich alle unten in die Videobeschreibung. Muss man sich überlegen, aber ich habe es gesehen und es ist wirklich absolut cool und deshalb habe ich mir das jetzt endlich mal gekauft. Und was wäre eine Pizza-Grill-Session ohne das richtige Zubehör? Deshalb habe ich auch da nochmal zugeschlagen. Und zwar habe ich mir geholt hier dieses Barbecue-Pizza-Set, bestehend aus einem Pizzastein, einem Pizzaschneider und einem Pizza-Schieber. Also da kann ich mit einem großen Schieber die ganze Pizza in der Fläche schön auf den Stein schieben und wieder rausziehen. Das Ganze gibt es auch einzeln. Ich habe das Problem gehabt, dieser einzelne Schieber war ausverkauft, deshalb habe ich hier jetzt das Set genommen, damit ich auch wirklich, wenn der Ring da ist, auch Pizza machen kann. Ansonsten könnt ihr das aber auch einzeln kaufen. Wie gesagt, so sieht's aus. Also das habe ich hauptsächlich wegen diesem Schieber bestellt. Als nächstes habe ich auch noch ein Problem gelöst. Ich hatte das letzte Mal schon gesagt, ich habe ja das Modell vom Vedero G4S, das die Gasflasche außen haben muss, zumindest die 11 Kilogramm Flasche. Und es gibt so eine Haube hier, die man über die Gasflasche drüber ziehen kann. Und dann sieht das immer ordentlich aus und sie ist noch ein bisschen geschützt von außen. Und das habe ich mir jetzt mal bestellt, weil dann kann ich einfach die Gasflaschen hier ordentlich und sauber neben dem Grill stehen lassen und auf meinen Probierwerkstatt Grillometer legen. Ihr habt es ja vielleicht in dem Video gesehen, also die Messeinrichtung für den Füllstand meiner Gasflasche. Die Flasche ist fast ganz leer und je nachdem, wie viel Gewicht drauf ist, zeigt sie eben voll
oder leer an. Und das Ganze ohne Strom, immer verfügbar, ohne dass ich irgendwas einstellen muss. Und vor allen Dingen kostet sie fast nichts. Das ist, wie gesagt, die Haube dafür. Und jetzt muss ich nochmal zur Pizza zurückspringen, denn hier ist ja noch was drin, auch was Großes. Denn für diesen großen Gourmetring, den Pizzaring, gibt es auch noch einen Pizzastein. Das ist der hier. Der hat extra hier so Tragegriffe zum Einlegen in diesen Pizzaring. Und man muss ein bisschen darauf achten, weil der in dem Set hier dabei ist, das ich eben gezeigt habe, der ist zu klein für den großen Grill. Deshalb ist hier der große Stein mit 41 cm Durchmesser, damit ich den eben auf diesem Gourmetring auch sauber benutzen kann. Also der hier auch noch im Paket mit drin. Hier ist noch ein Päckchen. Da muss ich selbst mal reinschauen, was da drin ist. Das weiß ich nicht. Ich habe aber noch ein bisschen Zubehör bestellt, also Ersatzteile für meinen Gasgrill. Es könnte sein, dass das hier mit drin verpackt ist. Denn auch mit der Zeit haben sich da ein paar Teile selbstständig gemacht, beziehungsweise haben es nicht überlebt. Und die konnte man aber hier stressfrei über den Ersatzteilshop nachbestellen. Ah, okay. Zum einen habe ich hier diese Handschuhe mal bestellt, weil ich habe diese Lederhandschuhe gehabt vorher. Die sind auch super, super bequem. Ich bin mal sehr gespannt, wie gut die hier sind von der Fingerfühligkeit, keine Ahnung, wie man es nennt. Also, dass ich ein feineres Gefühl in den Fingern habe, weil die Lederhandschuhe doch sehr grob und sehr breit sind. Da bin ich mal gespannt. Das habe ich mir auch noch mitbestellt. Hier als Ersatzteile diese Gummistopfen. Da habe ich auch in dem Testbericht oder zu meinem Ergebnis zum GFS gesagt, da sind zwei Stück kaputt. Aber die konnten wir auch, wie gesagt, über die Ersatzteile einfach nachbestellen. Damit wird dann die Klappe gedämpft beim Auf- und Zumachen an meinem Gasgrill. Eine Sache hier, da sind diese Gummipuffer dran, wo dann, ich zeig's mal kurz, der Deckel hier aufliegt. Und der liegt dann hinten auch. Wo kann man es sehen? Hier. Das heißt, da setzt der Deckel auf diesen Gummi auf. Und ihr seht hier, der Deckel drückt leider das Gummi kaputt. Das heißt, es ist gerissen. Das wird sicherlich ersetzt werden müssen irgendwann. Dann habe ich hier noch einen Versuch. Ich packe es aber schon mal aus. Und zwar gibt es hier einen Besteckhalter an dem G4S, an dem Gasgrill, wo ich dann Besteck, Grillbesteck etc., Handschuhe, alles dranhängen kann. Und ich will gerne auf die andere Seite, wo die Schublade von dem Keramikbrenner ist, auch nochmal so eine Halteleiste montieren. Und die habe ich mir auch als Ersatzteil hier einfach mitbestellt. Das muss ich mal probieren, aber es dürfte eigentlich auf beide Seiten passen. Das heißt, die werden einfach hier geschraubt und dann kann ich eben hier auch nochmal vier verschiedene Sachen einhängen auf der anderen Seite des Grills. Das schaue ich mir auf jeden Fall dann mal an. Ihr stellt vielleicht gerade selbst fest, was ist die beste Zeit, um sowas zu machen, hier um so ein großes Paket auszupacken. Natürlich den heißesten Tag des Jahres auswählen und dann hier anfangen, in einem kleinen Bereich Schatten sowas zu machen. Also mir ist wirklich tierisch warm. Was ich noch habe, ist ein Set an Splint- und Zubehörteilen für den Gasgrill hier, für die Wagenräder quasi und nochmal die Splinte für die Haube. Das ist auch noch mit dabei. Das ist, ja, hier steht sie auch drauf, auch nichts Spektakuläres, ein neues Deckelthermometer. Auch das lässt sich problemlos nachbestellen. Dann habe ich noch zwei etwas unspannende Teile hier drin, und zwar einmal einen Kohlerost für in den Holzkohlegrill unten rein, also wo die Grillkohle drauf liegt, packe ich nicht aus, ist nicht so spektakulär. Und nochmal einen sehr großen Grillrost in Edelstahl, auch für den F60, für den Holzkohlegrill. Aber ich denke, da gibt es auch nicht viel zu sagen, den habe ich ja auch schon gezeigt in meinem Video. So, das ist ja schon ziemlich viel und deshalb sind wir jetzt auch gleich am Ende. Jetzt kommt das letzte Teil, was ich noch bestellt habe und da wird es auch Zeit, denn ich habe mir noch einen Anzündkamin gekauft. Und zwar hatte ich vorher einen von Weber, diesen Rapid Fire. Der hat auch eine Zeit lang seine Dienste getan. Und jetzt war es mal Zeit für einen neuen Anzündkamin. Und deshalb will ich mal den von Rösle gerne ausprobieren, weil den, was ich hier cool finde, ist, der hat oben nochmal so einen Schutz beim Auskippen, dass dann der Funkenflug und so nach hinten eigentlich nicht so sein sollte. Ich bin mal sehr gespannt, ob das funktioniert, wie es hier beschrieben wird oder versprochen wird. Deshalb habe ich den gekauft. Der liegt ähnlich in dem preislichen Rahmen wie auch der Rapid Fire von Weber. Ja, ihr seht, das ist mein Urlaubsgeschenk gewesen und es gibt jetzt einiges zu tun und für mich auszuprobieren in verschiedenen Richtungen. Ihr seht auch ein bisschen, der Grillplatz wird auch noch ein bisschen erweitert, da kommt ein neuer Boden rein und ein bisschen mehr Fläche hin. Das ist auch noch so eine kleine Nebensache, die wir machen zwischendurch und ich hoffe, dass ich es zeitlich auch schnell hinbekomme, ein paar von den coolen Sachen mal auszuprobieren. Ich bin sehr gespannt vor allen Dingen auf das Thema Pizza auf dem Holzkohlegrill. Ich verlinke euch einfach mal alle Sachen, die jetzt hier liegen, falls ihr irgendwie dazu noch Fragen habt. Schreibt mir auf jeden Fall gerne mal einen Kommentar. Soll ich für euch irgendwas ausprobieren? Habt ihr Fragen zu speziellen Produkten? Soll ich irgendwas mal für euch testen, was ihr selbst gerne mal wissen möchtet? Probiere ich sehr gerne für euch aus. Schreibt mir es mal unten in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen oder geholfen hat, dann gebt mir auch gerne einen Daumen nach oben und abonniert auch meinen Kanal, um keines der weiteren Videos zu verpassen. Also bis zum nächsten Video. Macht's gut!